Hallo und herzlich willkommen bei Gravy Nummer 61 hier auf Gum Entertainment und meiner Review zu Enotria, The Last Song, dem Debütspiel von Yammer Games, die sich damit gleich auch an einem Souls-like probieren wollten. Einem Genre, das ich, wenn es gut gemacht ist, sehr, sehr mag, wo ich aber auch verstehe, dass es immer mehr Leute gibt, die sagen, oh, noch ein Souls-like, weil es eben auch viele, viele sehr durchschnittliche von diesem Genre da draußen gibt. Und ja, ich habe vor ein paar Graveview-Episoden bereits die Demo von Enotria reviewed und habe dem Spiel da jede Menge Potenzial bescheinigt. Es hatte auch seine Fehler und seine Schwächen, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ah, wenn hier alles so läuft, wie die sich das vorstellen, dann kann hier wirklich ein sehr, sehr guter Titel am Ende des Tages bei rauskommen. Nun ist Enotria vor knapp 2 Wochen erschienen. Ich habe den Titel mittlerweile durchgespielt, inklusive des Secret Final Bosses plus Ending. Und ja, habe dafür etwas über 20 Stunden gebraucht und möchte euch jetzt verraten, wie mir das Ganze gefallen hat. Aber wie immer, ich werde hier natürlich jetzt nicht den Secret Boss zeigen. Ich werde nicht irgendwelche Story-Twists spoilern oder irgendwelche krassen Wendungen verraten, ja. Und werde halt lediglich Gameplay-Material durchaus auch von späteren Bossen oder von späteren Gebieten zeigen, aber halt auch nur ausschnittsweise. Ihr braucht also keine Sorge haben, dass wenn ihr diese Review hier schaut, ihr quasi das gesamte Game schon gesehen habt. Das Ganze sollte gut guckbar sein, ohne dass da jetzt viel vorweggenommen wird, bis auf ein, zwei Gebiete und Bosse. Wenn euch das Ganze gefällt, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben, über eure Kommentare und natürlich auch über Abos, wenn ihr den Kanal neu entdeckt und euch für weitere Gaming-Reviews interessiert oder auch andere Videos, die wir hier so veranstalten. Und damit können wir jetzt loslegen. Erst einmal, worum geht es? Man kann sagen, fast schon Souls-like typisch ist die Story von Enotria eher ein Beiwerk. Es ist ein schönes Randprodukt, dem man folgt, aber es geht vielmehr um die Lore und die Etablierung dieser Spielwelt und darum, was eigentlich in dieser Welt passiert ist. Und die eigentliche Main Story wird eher so ein bisschen im Vorbeigehen erzählt, ist aber dennoch nicht uninteressant, zumal wir hier ein sehr ungewöhnliches Setting haben für ein Souls-like, denn alles, was in diesem Spiel passiert, ist an italienische Opern oder Operetten, wie auch immer die Mehrzahl ist, angelehnt und auch die ganze Story ist quasi rein auf Kunst fixiert, denn in der Welt von Enotria ist es so, dass die Musik und die Kunst quasi alles geschaffen haben. Also es wird gleich am Anfang gesagt, am Anfang war nur Stille und dann gab es die erste Note und irgendwann hat dann quasi die Musik selbst die Menschen geschaffen, die sich dann der Musik selbst wieder zu eigen gemacht haben und quasi über die Kunst ihre eigenen Götter und ihre eigene Welt geschaffen haben. Die Götter waren aber genauso fehlerhaft wie die Menschen selbst und so ist die Welt eben immer weiter korrumpiert worden und die Menschen haben ein großes Werk geschaffen, den Cannavaggio, und der hat quasi die Welt in eine riesige Schockstarre versetzt und hat quasi für alle Menschen, für alle Kreaturen, für alle Städte ihre Rolle festgeschrieben in diesem künstlerischen Machtwerk, sodass die ganze Welt stagniert und niemand mehr aus ihr ausbrechen kann und aus seiner Rolle ausbrechen kann. Das heißt, wenn irgendwie mal geschrieben wird, du bist jetzt der Hauptmann von dieser Garnison und du musst so und so sein, du musst ein grausamer Herrscher sein, dann ist diese Person nicht in der Lage auszubrechen. Aber es gab 5 Rebellen, nennt es das Spiel, die gelernt haben, die Musik und die Kunst für sich zu nutzen und damit halt das Schicksal der Welt umzugestalten. Und ja, sind dadurch eben sehr mächtige, aber eben auch teilweise korrumpierte Leute geworden. Und es wird dann geschlossen, das Opening, damit, dass gesagt wird, nur jemand ohne eine Rolle kann wirklich Einfluss auf diese Welt nehmen. Und hier kommen wir ins Spiel, denn wir sind ein sogenannter Maskenloser. Das heißt, wir sind in der Lage, unsere Rolle zu ändern. Wir sind in der Lage, die Rolle von anderen Personen anzunehmen. Und deshalb sind wir die Einzigen, in dieser Welt wirklich frei agieren können und die Geschicke der Welt wirklich verändern können. Und wir machen uns jetzt also auf, um diese 5 Rebellen zu konfrontieren und quasi die Welt aus ihrer Schockstarre zu befreien. Und darum geht es in Enotria. Und wir bleiben direkt einmal bei der Story. Denn man muss eben sagen, ihr habt im Game quasi einen Haupt-NPC, der euch die ganze Zeit begleitet und das ist Pulcinella. Diesen Aspekt finde ich auch ziemlich cool, weil der eben random immer mal wieder in der Spielwelt auftaucht. Er taucht vor Bossen auf, er taucht auf, wenn ihr bestimmte NPC-Questlines gemacht habt, er taucht auf, wenn ihr
irgendwelche Aktionen in der Welt macht und sagt dann dazu immer etwas und treibt dadurch durchaus schon eine aktive Story voran. Ne? Es ist jetzt nicht wie in den ganz frühen FromSoft-Titeln, dass sie quasi gar keine aktive Story erlebt, sondern einfach nur eine Lore, sondern es gibt schon eine Story, der ihr folgt und die wird maßgeblich von Pulcinella betrieben. Und ihr trefft dann eben über diverse Questketten auch noch auf einige andere NPCs, die dann eben auch diese Welt ein wenig mehr noch mit Inhalt und mit Story füttern. Und auch die Bosse, auf die ihr trefft, haben meistens kleine Monologe und Cutscenes, die eben eine Lore zeichnen, ein Verständnis dafür, was in dieser Welt passiert, während die aktive Story, wie gesagt, eher so im Vorbeigehen erzählt wird. Aber es ist durchaus sehr, sehr interessant. Also die Bosse reden sowohl in Cutscenes mit euch, aber die allermeisten Bosse haben auch noch Dialogzeilen während der Kämpfe, in denen sie euch auch noch etwas über die Welt erzählen. Und es gibt dann noch dazu ein sehr, sehr ausführliches Kompendium. Ja? Also ihr könnt zu jedem Gegner, zu jedem Boss, zu jedem Teil der Spielwelt, zu jedem Areal, könnt ihr euch ein Kompendium durchlesen. Und was ich am Kompendium sehr, sehr cool finde, ist, dass ihr hier keine elendlangen Texte bekommt, die ihr lesen müsst, sondern ihr kriegt immer so kleine Infohappen. Wenn ihr durch ein Level lauft, kriegt ihr immer wieder kleine Infohappen zu diesem Level, die sich Stück für Stück erweitern, ein Gesamtbild liefern. Wenn ihr Gegner eine bestimmte Anzahl oft tötet, erweitert sich deren Eintrag und deren Lore und ihr könnt mehr dazu lesen. Und das finde ich persönlich eine sehr, sehr angenehme Abwechslung im Vergleich zu vielen anderen Spielen, dass hier euch eben nicht gigantische Textblöcke entgegengeworfen werden, sondern ihr könnt einfach, während ihr spielt, immer mal wieder einen kleinen Infohappen aufsammeln und den kurz lesen in 20 Sekunden und dann habt ihr wieder ein bisschen was über die Spielwelt gelernt und so Stück für Stück ergibt sich dann wirklich ein sehr, sehr stimmiges Bild, was ist eigentlich in dieser Welt passiert, wer sind eigentlich die Charaktere, wer sind die Akteure in dieser Welt, warum müssen die Rebellen, wie sie am Anfang genannt werden, demaskiert werden und so weiter und so fort. Also da bekommen wir wirklich eine sehr, sehr interessante Lore, die auch wirklich in Teilen geschrieben ist, wie ein Theaterstück in ihren Lore-Einträgen. Und die wird uns dann in Schnipseln Stück für Stück präsentiert. Und so bekommt ihr dann wirklich einen guten, guten Eindruck davon, was ist eigentlich in dieser Welt los. Das Ganze wird dann auch noch garniert mit teilweise auch sehr, sehr makabren Kodex-Einträgen. Wenn ihr dann zum Beispiel so halbierten Gegnern begegnet und dann die Lore dazu lest, dann merkt man, oh, diese Welt ist zwar schön und lichterstrahlt, aber sie ist doch auch schon ganz schön makaber und hier ist ziemlich vieles ziemlich abgefuckt. Halb gegessener Akteur. Ich habe ewig gebraucht, um mich zu setzen, aber jetzt kann ich endlich mit meinen Mitakteuren am Abendessen teilnehmen. Ich muss sagen, der Hauptgang ist wahrhaft köstlich. Zwei große Stücke Fleisch am Knochen. Irgendwie kommt mir die satte, robuste Textur sehr bekannt vor. Oh, makaber. Aber ja, ansonsten erinnert das Ganze wirklich sehr an die FromSoft-Titel und vor allem an die frühen Souls-Titel, weil es wirklich sehr, sehr lore-fokussiert ist mit ein bisschen Story und sogar die Struktur ist sehr, sehr ähnlich, dass euch gleich im Opening quasi die großen Bosse des Spiels präsentiert werden und gesagt wird, ey, die sind euer Ziel, macht das jetzt mal. Und das finde ich persönlich aber auch sehr, sehr okay so. Und die Lore des Spiels und die Geschichte des Spiels war interessant genug, dass ich auch wirklich Interesse daran hatte, mir zu jedem Boss und zu jedem Areal durchzulesen, was hier eigentlich passiert. Aber das sei nur am Rande erwähnt, denn wichtig bei dieser Art Game ist ja letztendlich, wie ist denn das Gameplay? Und ich würde behaupten, nach wie vor, bei Souls-Likes steht und fällt es mit dem Gameplay. Und hier kann man sagen, das ist vom Grundsatz her wirklich ein ganz klassisches Souls-Like. Ja, also wenn ihr das Genre nicht mögt oder wenn ihr die Schnauze einfach voll habt vom Genre, was ich wie gesagt auch irgendwo verstehe, weil die schon in den letzten Jahren wie Sand am Meer einfach aufgetaucht sind, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht glücklich werden mit diesem Titel, weil es ist nämlich so klassisch, wie es eigentlich nur geht in vielen Aspekten. Ne? Ihr habt eure Ausdauer, die ihr managen müsst. Wenn die leer ist, könnt ihr nicht mehr agieren. Wenn ihr sterbt, verliert ihr eure Seelen. Ihr könnt sie aber wieder einsammeln, wenn ihr euren Ort des Todes erreicht. Ihr habt eure leichten Angriffe, ihr habt eure schweren Angriffe. Ihr könnt über Paraden den Block der Gegner brechen. Und man kennt das Ganze mittlerweile einfach. Und es ist alles sehr bekannt. Wenn man dieses Spiel das erste Mal spielt, fühlt sich von der Steuerung über die Art und Weise, wie es funktioniert, alles sehr, sehr vertraut an.
Aber muss man dazu sagen, Enotria überlegt sich auch viele eigene Kniffe. Und das ist für mich immer das, was ein gutes Souls-like, abgesehen davon, dass es sich gut spielen sollte, ausmacht. Denn es gibt so viele Souls-likes, die machen einfach nur das, was FromSoft gemacht hat, nochmal, nur in der Regel in schlechter. Und für mich machen die richtig guten Souls-like, wie beispielsweise auch ein Lies of P, aus, dass die sich wirklich eigene Ideen überlegen, um das Genre voranzubringen. Und das passiert in Inotria auf jeden Fall. Und damit möchte ich gleich anfangen, damit, was das Spiel denn anders macht als andere Titel seiner Art. Unter anderem ist es so, dass ihr in Inotria, ähnlich wie in Lies of P beispielsweise, einen richtigen Skill Tree habt, den ihr Stück für Stück freischalten könnt. Also ihr kriegt nicht nur Seelen und könnt damit eure Statusattribute leveln, also eure Stärke, die hier Schläger heißt, oder eure Vitalität, die hier Schläger heißt, Assassine ist der Angriff, Elementarist sind die Magieeffekte und so weiter und so fort. Ihr könnt nicht nur eure Attribute leveln, sondern ihr habt auch noch einen richtigen Skilltree, den Pfad der Innovationen, und auf dem könnt ihr in vier Richtungen euren Charakter weiterentwickeln. Der ist jetzt nicht super groß, aber er ermöglicht durchaus, dass ihr eine gewisse Bildvarianz erschaffen könnt. Dann ihr schaltet auf diesem Skilltree Perks frei, und diese Perks könnt ihr dann in euren Charakter reinsetzen. Ich glaube, 7 Stück könnt ihr insgesamt nehmen und könnt damit quasi euren Spielstil maßgeblich beeinflussen. Ihr könnt beispielsweise sagen, hey, ich möchte, dass immer wenn ich ausweiche, die Stagger-Leiste des Gegners ein bisschen gefüllt wird, sodass ich den quasi auch durch gutes Ausweichen betäuben kann. Oder ich möchte mit meiner Parade, dass ich mich heile. Dass wenn die Parade gelingt, dass ich damit mich dann jedes Mal ein bisschen heile. Oder ich möchte, dass mein schwerer Angriff auch noch Schaden über Zeit auslöst. Oder ich möchte, dass meine Zauber in einem bestimmten Zauberslot, dass die noch dazu meine Waffe mit einem Element versehen und, und. Also ihr habt hier wirklich durchaus eine gute Auswahl an Skills und Perks, die ihr freischalten könnt, sodass ihr wirklich überlegen könnt, in welche Richtung möchte ich den Charakter entwickeln, möchte ich eher auf Elementwaffen gehen, möchte ich eher auf Ausweichen gehen, auf Parieren, möchte ich auf reine Schlagkraft gehen. Das geht auch, dass zum Beispiel ihr mit jedem Schlag euren physischen Angriff und eure Verteidigung weiter erhöht. Also da habt ihr wirklich viele coole Möglichkeiten, und das ist ein schönes Element, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Außerdem muss man erwähnen, dass die Magie oder die Elemente, sagen wir mal, in Inotria wirklich mal was anderes probiert. Es ist hier nicht so, dass ihr ganz klassisch Feuerschaden, Blitzschaden und so weiter habt, sondern ihr habt eben verschiedene Zauberschulen oder Zauberelemente, nämlich wie Fatuo, Grazia, Malanna und Vis. Das sind die 4 Elemente. Und die haben immer einen Vor- und einen Nachteil. Sowohl wenn ihr sie auf den Gegner macht, als auch wenn die euch treffen damit. Und das ist sehr, sehr, sehr spannend. Also, und dann ist es zum Beispiel so, bei Fatu ist es so, wenn ihr den Gegner mit diesem Statuseffekt verseht, dann bekommt er mehr Damage. Also er hat weniger Verteidigung. Er macht aber auch mehr Schaden, wenn ihr diesen Effekt bekommt, aber genauso. Der Effekt heißt benommen, und wenn ihr das habt, dann verteilt ihr mehr Schaden, kriegt aber auch mehr Schaden. Bei Grazia ist es so, dass der Gegner sich dann heilt, wenn er strahlend ist. Das ist der Effekt, den Grazia auslöst. Dann heilt sich der Gegner. Wenn man ihn schlägt, löst das Explosionen aus, die einen selbst, aber auch ihn treffen. Das heißt, es ist eine Option, dem Gegner diesen Statuseffekt drauf zu ballern und dann aus der Distanz einen Zauber drauf zu werfen, um ihn explodieren zu lassen. Wenn ihr aber gerade keinen zur Verfügung habt, müsst ihr auf den Gegner draufschlagen, der explodiert, wenn ihr ihn trefft. Dann gibt es Malanna, das löst krank aus, also quasi Gift, und das vergiftet den Gegner, aber wenn ihr in seiner Nähe seid, vergiftet ihr euch auch selber. Und das ist, finde ich, ein ganz ga schön cooles System einerseits. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass man damit sehr, sehr fremdelt, weil es durchaus Sinn ergibt, in diesem Spiel auf Elementmagie zu gehen, weil es nämlich eine weitere Mechanik gibt, nämlich dass viele Gegner Immunitäten haben gegen ein bestimmtes Element. Die haben dann eben Fatuo-Immunität oder Grazia-Immunität, und das sieht man auch ganz klar. Wenn die über ihrem Lebensbalken so ein Symbol haben, dann ist ganz klar, aha, dagegen sind die resistent oder immun. Das Spiel sagt immun, aber sie sind, glaube ich, nur resistent, weil man macht trotzdem Damage. Und dann kann ich mit diesem Element nicht viel anrichten und mit normalen Waffen auch nicht. Wenn ich aber das Element nehme, was das kontert,
Dann kann ich enorm Damage machen, dem Gegner enorm schnell den Statuseffekt draufballern und kann eben extrem effektiv kämpfen. Das heißt, man hat ein Interesse daran, wirklich mehrere Waffen mit mehreren Elementen mit sich zu führen. Aber wenn man eben sonderlich effektiv kämpfen möchte, wird man eben auch gezwungen, ein bisschen diese magischen Effekte auf die Gegner draufzupacken, weil mit dem man eben auch akzeptiert, dass man zum Beispiel dafür sorgt, dass der Boss jetzt gerade mehr Schaden gegen dich macht, weil er den Effekt benommen bekommen hat. Also ich persönlich fand es cool mit der Zeit, was sie hier sich überlegt haben. Ich kann aber auch absolut verstehen, wenn man das nicht mag. Und ich finde auch nicht alle Effekte gleich cool. Also zum Beispiel Grazia empfinde ich als eine sehr merkwürdige Entscheidung. Dieses, ja, der Gegner heilt sich, aber explodiert, wenn er getroffen wird. Oder wenn du es hast, du heilst dich, aber explodierst, wenn du getroffen wirst. Das ist irgendwie, das ist sehr kontraintuitiv. Und wenn du da keine Fernkampfsachen dabei hast, ja, Pech gehabt. Dann musst du halt einfach warten, bis der Gegner den Effekt nicht mehr hat. Also, es ist cool gedacht und ich finde es auch in weiten Teilen cool. Aber ich finde trotzdem, dass da ein, zwei Tweaks in einem eventuellen Nachfolger der ganzen Sache gut tun könnten. Aber die Idee, dass die Magie immer Vor- und Nachteile hat, finde ich an sich sehr cool. Und eben auch, dass sie sagen, ey, und viele Gegner haben auch aktiv eine Immunität gegen ein bestimmtes Element. Und wenn du da aktiv gut kämpfen willst, dann musst du halt Waffen benutzen oder Skills benutzen, die das wiederum kontern. Und das finde ich persönlich eine gute Lösung. Man muss sagen, das Magiesystem an sich ist leider ein bisschen unnötig, unübersichtlich. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum man nicht einfach die Zauber so nennt, also sich einen Namen überlegt wie Fatu, Grazia, Malanna und das ist dann der Name dafür. Ich verstehe nicht so ganz, warum man sagt, hey, Malanna macht den Statuseffekt krank und Grazia macht den Statuseffekt strahlend und Fatu macht den Statuseffekt benommen. Oder Wies, einer von beiden macht das, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube Wies war es, egal. Aber daran seht ihr schon, anstatt dass sie sagen, Fatu macht dem Gegner Fatu-Schaden und macht den Fatu-Effekt, sagen sie, Fatu hat diesen Effekt, Grazia hat diesen Effekt, Malanna hat diesen Effekt und dann hat man eben das Problem, dass man dann zwar oben ein kleines Rad hat, wo man sieht, welches Element gegen welches stark ist. Da sind dann aber auch nur die Symbole statt der Namen. Das heißt, wenn du weißt, gerade am Anfang, okay, mit diesem Zauber mache ich diesen Damage, aber ist das jetzt, war das jetzt das Symbol? Das ist sehr unübersichtlich und ich verstehe nicht, warum die Magie- und Effektnamen nicht gleich sind, warum man eben die Symbole nutzt, anstatt den Namen noch klein daneben zu schreiben und so weiter und so fort. Das ist alles ein bisschen unübersichtlich gestaltet und dadurch dauert es eine ganze Weile, bis man in dieses Magiesystem oder dieses Elementsystem reinkommt letztendlich. Aber es ist trotzdem eine coole Idee. Und was auch eine Entscheidung ist, die Spiele, die auf Paraden ausgelegt sind, relativ selten treffen, ist, dass in diesem Spiel tatsächlich nahezu jeder Angriff parierbar ist. Bei 1-2 bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es gibt 1-2 Angriffe im ganzen Spiel, die nicht parierbar sind, aber ansonsten ist jeder Angriff parierbar. Und wenn eine noch so große Attacke auf euch einschlägt, ihr könnt das parieren. Und das finde ich tatsächlich ganz cool, weil die Parade wirklich tief ins Spielsystem integriert ist. Ihr müsst die nicht nutzen, ihr könnt auch ausweichen, aber es gibt einfach richtig viele Bosse und richtig viele Gegner, die darauf aus sind, dass ihr sie pariert und dass ihr richtig timet. Und man muss wirklich dann auch dran denken, dass man, selbst wenn Gegner euch mit irgendwelchen Magiekugeln oder so beschießen, ihr könnt das parieren. Und das macht einige Bosse halt wirklich sehr, sehr viel einfacher. Zum Beispiel gibt es hier diesen Boss, mit dem ich in der Demo extrem gestruggelt habe. Und das Problem war, dass ich versucht habe, allen diesen Kugeln auszuweichen, ja, diesen Magiebällen auszuweichen. Und das hat halt nicht funktioniert. Und dann hat es immer Klick gemacht. Ich dachte, Moment, kann man die parieren und plötzlich kann man eben die Fernkampfangriffe des Gegners parieren, damit seine Staggerleiste hochbringen, ihn betäuben und einen Crit machen, anstatt dass man die ganze Zeit nur am Ausweichen und Wegrennen ist. Und das ist, finde ich, ziemlich cool, dass das Spiel sagt, wirklich, ey, ihr könnt alles parieren, auch Fernkampfangriffe. Und das ist so tief ins Spielsystem integriert, dass selbst Fernkampfblocks dafür sorgen, dass der Gegner letztendlich ins Hintertreffen gerät. Das gefällt mir sehr, sehr gut und macht viel Spaß. Und ich würde euch auch wirklich empfehlen, übt die Parade gleich früh, weil es gibt durch einige Passagen, wo ihr auf dünnsten Gängen gegen irgendwelche Fernkampfgegner kämpfen müsst, die euch aber auch wegstoßen können. Und wenn ihr gegen die in Nahkampf geht, kann es sehr eklig werden. Und da wirklich gleich Parieren angewöhnen, dann läuft das Ganze deutlich besser.
Ja, und natürlich dann die Kernmechanik des Spiels sind die Masken. Denn ihr könnt eben jedem Boss, den ihr, also jedem Main-Boss, den ihr besiegt, könnt ihr seine Maske entreißen und sie dann für euch selbst nutzen. Aber ihr könnt auch die Masken von den ganz normalen Gegnern freispielen. Nicht von allen, aber von vielen. Und zwar jedes Mal, wenn ihr einen Gegner tötet, kriegt ihr von dem sogenannte Maskenscherben und je nachdem, wie stark die Maske ist, schaltet ihr, wenn ihr 100, 200 oder 300 dieser Scherben habt, schaltet ihr dann die Maske dieses Gegnertyps frei und könnt quasi auch da euch einen weiteren Spielstil freischalten. Ihr könnt immer bis zu drei Sets mitnehmen, also ihr könnt drei Masken gleichzeitig ausgerüstet haben und zwischen denen frei durchschalten und jede Maske hat halt eigene Effekte und Buffs. Beispielsweise meine Maske, die ich primär benutzt habe, die Maske von Sunny, die hat dafür gesorgt, dass ich mehr Tränke mit mir fügen kann und mich mehr heilen kann. Außerdem hat sie noch irgendwas gebufft. Dann gibt es aber auch Masken, die euren starken Angriff stärker machen. Es gibt Masken, die eure Immunitäten stärker machen. Es gibt Masken, die die Fernkampf-Skills verbessern und so weiter und so fort. Also da habt ihr wirklich Masken, die jetzt nicht euren wesentlichen Spielstil verändern, aber die zu eurem Spielstil passen und ihn komplementieren können. Und ihr könnt davon eben drei Stück mitnehmen und in jede von diesen drei Masken könnt ihr dann zudem noch die Perks aus dem Skilltree reinpacken und ihr könnt bis zu vier Verse, also sozusagen die Zauber des Spiels, einbauen. Das können reine Buff-Zauber sein, es kann eine gigantische Zauberhand sein, die eurem Gegner ins Gesicht patscht. Ihr habt Magie-Harpunen, ihr habt Dreifachpfeile, ihr könnt riesige Großschwerter beschwören und so weiter und so fort. Also ihr habt durchaus eine abwechslungsreiche Palette an Zaubern. Und diese Zauber können dann über den Skilltree wiederum auch mit den Elementen des Games gekoppelt werden, sodass wenn ihr bestimmten Zauber einsetzt, ihr dann eben auch noch ein bestimmtes Element auf eurer Waffe drauf habt danach und so weiter. Also das ist alles ziemlich cool und ihr könnt, wie gesagt, in jede dieser drei Masken könnt ihr sieben Perks, glaube ich, sind es, und vier Zauber einbauen und jedem noch dazu verschiedene Waffen in die Hand drücken, sodass ihr wirklich in der Theorie, dazu kommen wir später noch, in der Theorie frei mitten im Kampf sagen könnt, oh, dieser Gegner ist gegen meine Waffen immun, zack, ich wechsle auf eine andere Maske und jetzt kann ich mit einem anderen Skillset ihn angehen. Und das ist an sich eine sehr, sehr coole Idee und gefällt mir sehr, sehr gut. Und es können halt durch alles, was ich gerade genannt habe, wirklich sehr individuelle Builds entstehen im Spiel. Und ja, die Masken sind dann aber nicht nur fürs Gameplay relevant, sondern eben auch gleich in mehrerlei Hinsicht. Manchmal braucht ihr eine bestimmte Maske, um an bestimmte Items ranzukommen. Beispielsweise, indem ein bestimmter NPC nur mit euch interagiert, wenn ihr diese Maske tragt. Oder es gibt eben auch ganze Questketten, die darauf aus sind, dass ihr mit den richtigen Personen, mit der richtigen Maske sprecht, damit die eben quasi in ihrer Questline fortfahren, damit sie auf euch reagieren und dann eben quasi euch voranbringen im Spiel. Und das ist, finde ich, sehr, sehr cool. Das kommuniziert das Spiel auch, finde ich, sehr, sehr gut. Also das Spiel sagt nicht, Achtung, Tutorial, jetzt musst du das und das machen. Aber durch die Voice Lines, die die Charaktere sagen und so weiter, ist sehr, sehr klar, was ihr tun müsst. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass die Masken nicht nur ein Gameplay, also ein Kampfelement sind, sondern auch noch ein Story- und NPC-Element. Das ist sehr, sehr cool. Was dann aber wiederum nicht so gut ins Bild passt, um gleich einen kleinen Kritikpunkt zu nennen, ist, dass man die Maskensets und Perks nur an den Knotenpunkten, also an den Checkpoints, an den Bonfiren, an den Graces, wie auch immer, verändern kann. Das erscheint mir persönlich ein bisschen unsinnig, weil ihr könnt eure Waffen mittendrin austauschen, ihr könnt eure Items mittendrin austauschen, ihr könnt ja, euch jederzeit anpassen, aber eure Masken, die ihr tragt und die Perks plus durch die Verse, die könnt ihr nur am Checkpoint verändern. Und das ist manchmal so ein bisschen ärgerlich, wenn ihr zu einem NPC kommt, dann sagt der was und ihr realisiert, ah, die Waffe brauche ich jetzt gerade. Dann müsst ihr zurück zum Checkpoint laufen, euch dieses Maskenset reinpacken und dann wieder zum NPC, damit der mit euch redet. Das ist so ein bisschen komisch, dass das Spiel da irgendwie da euch dann plötzlich so einschränkt in der Freiheit und sagt, ja, nee, das könnt ihr nur am Checkpoint machen. Das ist einfach ein bisschen unnötig restriktiv an dieser Stelle. Ja, aber das ist eben das, was das Spiel so anders macht als andere Souls-Likes, aber macht es auch Spaß. Und ich finde im Großen und Ganzen schon. Das Spiel hat eine durchaus ordentliche Gegnervarianz, also jetzt keine spektakulär hohe Gegnervarianz, aber
Durchaus eine gute. Natürlich passiert hier auch das, was in vielen dieser Games passiert, dass dann später auch nochmal Gegner mit einem anderen Skin nochmal auftauchen, in stärker. Aber es ist durchaus sinnvoll in seinen Gegner-Placements. Also ich habe selten den Moment gehabt, wo ich dachte, dass der Gegner jetzt hier steht, das ergibt für mich aber keinen Sinn. Da hat man auch nochmal dran gearbeitet im Vergleich zur Demo, weil in der Demo zum Beispiel gleich am Anfang am Strand irgendwie dann Gärtner stehen. Da stehen dann Gärtner-Gegner, man denkt, was machen Gärtner am Strand? So, und jetzt hat man da mittlerweile Krabben hingepackt, die euch dann da begegnen. Und die Gegner-Placements sind durchaus sinnig. Meistens sind die Gegner-Kompositionen auch gut gewählt, dass man wirklich das Gefühl hat, okay, ich kann dem, was hier auf mich einprasselt, gut Herr werden. Es gibt ein paar Stellen, wo man merkt, dass das Kampfsystem 1 gegen 1 besser ist als gegen mehrere. Also es gibt schon manchmal Stellen, wo dann mehrere tanky Gegner an einer Stelle stehen und euch sehr behaken und ihr dann auch sehr schnell einfach aus den Latschen kippt und sterbt. Aber meistens sind die Gegner-Placements sehr, sehr gut gemacht. Und was ich an dem Spiel sehr, sehr, sehr mag, ist, dass sowohl die normalen Gegner als auch die Bosse im Spiel keine Bullet-Sponges sind. Also Bullet ist natürlich falsch in dem Moment, weil ihr schießt ja keine Kugeln. Aber die haben keine endlos langen Lebensleisten, auf die ihr Ewigkeiten einschlagen müsst. Die Kämpfe in diesem Spiel sind durch die Bank weg flott. In beide Richtungen. Ihr kippt relativ schnell aus den Latschen, klassisch für diese Art Genre, aber die Bosse haben auch sehr, sehr moderate Lebensleisten und können wirklich ziemlich, ziemlich schnell auch runtergekloppt werden. Und die Kämpfe sind eher darauf ausgelegt, ey, die haben ein abwechslungsreiches Moveset, die Bosse, die behaken euch und die hauen euch schnell aus den Latschen, aber wenn ihr den Kampf gut könnt, dann könnt ihr die Bosse auch wirklich in wenigen Minuten schaffen. Und das finde ich persönlich sehr angenehm, weil ich finde, es gibt in Souls-Games nichts Frustrierenderes als 15 Minuten, also es gibt ja wirklich teilweise in der Geschichte der Souls-Games Bosse, die sehr, sehr übertrieben waren von ihren Lebensleisten her. Und nichts Frustrierendes als 10 Minuten auf Boss einzukloppen und kurz vor Schluss macht den Fehler und ihr dürft die ganze Zeit nochmal spielen. Und hier ist es so, wenn ihr einen Try verkackt, habt ihr vielleicht eine Minute verbraucht und dann legt er los und macht es einfach normal. Und wenn ihr den Kampf gewonnen habt, dann hat der vielleicht so 2 Minuten gedauert. Das finde ich persönlich sehr, sehr angenehm. Und das Spiel hat auch wirklich durchaus einige richtig tolle Bosse in petto, also vor allem die Story-Bosse sind größtenteils wirklich sehr, sehr gelungen. Sie sind toll designt und machen wirklich einfach Spaß zu lernen und haben wirklich mich gut unterhalten. Es ist schade, dass sie hier und da auch wieder so veraltete Mechanik mit reinbringen, wie dass du Bosse abvisierst mitten im Kampf, wenn du zu weit von ihnen weggehst und so eine Sachen, aber das sei dahingestellt. Die meisten Bosse sind richtig gut. Es ist teilweise auch richtig toll inszeniert in seiner Art und Weise, wie die Bosse vorgestellt werden und wie sie euch das erste Mal begegnen. Oder auch zu den Sachen, die im Kampf noch passieren. Und zu dieser tollen Boss-Inszenierung trägt dann auch noch der zum Setting toll passende Soundtrack bei, der wirklich durch die Bank weg gelungen ist. Zum Beispiel die kleinen Mini-Bosse haben alle denselben Soundtrack, aber der ist halt richtig, richtig toll und hat mir richtig Spaß gemacht. Und ja, vor allem die Main-Story-Boss-Themes sind richtig, richtig gut. Jeder Bosskampf wird durch diese Themes noch weiter eskaliert und passend untermalt. Und der verändert sich auch in den Kämpfen stellenweise, der Soundtrack. Und da gibt es wirklich richtig tolle Passagen, die dann wirklich den Kampf, die Lore und die Story sehr, sehr gut untermauern. Einfach nur durch den Soundtrack. Und das ist sehr, sehr gelungen. Und in diesem Zuge kann man auch gleich dazu sagen, das Spiel ist leider nicht voll gevoice-acted. Also ist nicht alles im Game synchronisiert. Aber wenn Voice-Work da ist bei den Bossen und so, dann ist das durch die Bank weg fantastisch. Da haben sich die englischen Sprecher wirklich sehr, sehr große Mühe gegeben. Und das ist sehr, sehr, sehr gut. Und hat mir gut gefallen. Buffoon! Und ja, die Musik ist einfach nur
Richtig, richtig toll. Also alleine das Opening des Spiels hat mich schon richtig verzaubert und richtig, richtig begeistert. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, auch noch ein paar optionale, sehr, sehr harte Bosse angehen. Wie beispielsweise relativ früh im Game könnt ihr Welter bekämpfen, die ein durchaus relativ anspruchsvoller Boss ist. Und ja, kann da auch sagen, die machen Spaß. Also Welter zu lernen hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Das ist ein sehr, sehr gut designter Boss mit einem sehr abwechslungsreichen Moveset, einem coolen Phasenwechsel, der euch auf den Füßen hält. Und ja, das war so eine richtig schöne Erfahrung. Ich bin gegen die ein paar Mal angerannt, war so, ah, okay, cool. Die macht Spaß, ich kann die sicherlich lernen, aber ich finde mich im Moment noch ein bisschen schwach für den Kampf. Ich komme später nochmal wieder. Und am Ende des Streams, wo ich das dann versucht habe, habe ich sie nochmal angegangen und habe sie dann geschafft. Das hat sich sehr, sehr belohnt und sehr, sehr cool angefühlt. Und dann kann ich auch noch dazu sagen, beispielsweise diesen Boss hier zu machen. Ich verrate euch nicht, was euch das bringt, aber es lohnt sich, diesen optionalen Boss zum Beispiel zu machen. Und das schaltet eben nicht nur eine Sache frei, die ihr dadurch bekommt. Und das finde ich immer sehr, sehr cool, wenn Games dieser Art sagen, ey, hier ist eine optionale, harte Challenge, aber wenn du die machst, dann wirst du auch richtig gut dafür belohnt und kriegst eben nicht nur einen coolen Bosskampf, sondern auch noch eine gute Belohnung. Und das macht das Spiel sehr, sehr gut. Und das Spiel hat insgesamt wirklich durch die gute Gegnerplatzierung, durch das an sich spaßige Gameplay, durch die guten Bosse, hat das Spiel wirklich einen sehr, sehr guten Flow. Und es hat dazu geführt, dass ich trotz aller Fehler, die das Spiel hat, zu denen ich gleich noch kommen werde, dass ich wirklich jedes Mal, wenn ich den Stream ausmachen musste nach 4, 5 Stunden, wirklich traurig war, dass ich jetzt aufhören musste, weil es am nächsten Tag zur Arbeit geht. Und das ist an sich immer schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Den Schwierigkeitsgrad habe ich übrigens als sehr angenehm empfunden, persönlich. Ich bin meistens ziemlich gut durch die Level gekommen. Es gab zwei, drei knackigere Passagen, aber das meiste war gut machbar. Für einige Bosse habe ich dann schon mehrere Tries gebraucht, aber die meisten konnte ich tatsächlich problemlos in zwei, drei Versuchen erledigen, ohne dass ich mich jetzt total unterfordert gefühlt habe. Ja, also es waren durchaus ein paar knappe Kisten dabei und dann packt das Spiel aber hier und da durchaus auch nochmal schwerere Bosse aus. Und der Schwierigkeitsgrad ist für mich deshalb so angenehm, weil ich finde, dass die Paradefenster sehr, sehr fair sind, dass alle Angriffe der Bosse oder fast alle Angriffe der Bosse klar antizipierbar sind. Man sieht an ihrem Optischen, was sie jetzt tun werden und kann darauf reagieren. Also dass das Spiel gut machbar ist, liegt darin, dass es gut lesbar ist und nicht daran, dass es irgendwie hanebüchend einfach wäre oder so. Und ja, vor allem die anspruchsvolleren Bosse waren dann aber meistens super gut designt und haben Spaß gemacht zu lernen. Und ja, deswegen verstehe ich zum Beispiel auch nicht, warum eins der ersten Patch-Ziele, die sie ausgegeben haben, ist, Welter, den Boss, den ich vorhin gezeigt habe, zu nerfen, weil sie offenbar als zu schwer empfunden wird. Ich fand die super cool designt einfach, aber schade. Aber immerhin kann ich sagen, ich habe sie pre-Patch gelegt. Ja, genau. Aber nun muss man zur Wahrheit auch dazu sagen, dass es auch Probleme beim Gameplay gibt. Und damit wollen wir ein bisschen zu dem kommen, was das Spiel auf diesem Bereich nicht so gut macht. Denn wo wir auf der einen Seite sehr, sehr gute Bosse haben, muss man leider sagen, gibt es aber auch hier und da sehr, sehr schlechtes Boss-Design. Ne, also alleine, dass der erste wirkliche Boss, auf den ihr trefft, ich nehme jetzt den Tutorial-Boss mal raus, aber der erste wirkliche Boss, auf den ihr trefft, ist halt einfach ein Reskin von normalen Gegnern, die im Level rumlaufen, der einfach ein bisschen stärker ist und ein bisschen mehr kann. Er ist noch dazu so designt, und das machen einige Bosse, dass sie ihre Attacken mittendrin wechseln können. Und da bin ich persönlich kein Freund von, wenn sie eine Attacke andeuten, dann bewegt ihr euch und dann machen sie aus dem Nichts eine andere Attacke. Das ist halt, geht dem Spiel ein bisschen entgegen, weil es meistens, wie gesagt, super gut lesbar ist. Und dann gibt es so zwei, drei Bosse, die einfach mittendrin ihren Move wechseln können, aus dem Nichts. Und das ist ein bisschen komisch designt.
Dann passiert es leider wirklich auch, dass es manchmal Bosse gibt, die einfach gefühlt ein bisschen zu groß sind für das Spiel, weil es dann wirklich dazu kommt, dass ihr mit Lock-On beim Boss einfach gar nicht seht, was er tut und rein aus dem Bauchgefühl her agieren müsst. Und wenn ihr nicht anvisiert, seht ihr einfach gar nichts mehr, weil die Kamera völlig verrückt spielt. Das ist halt sehr, sehr schade. Und ich werde ihn natürlich nicht zeigen, aber der Secret Final Boss des Spiels, der ist meiner Meinung nach sogar in einigen Design-Elementen schlicht und ergreifend unfair designt und ist dann auch plötzlich so eine ganz merkwürdige Schwierigkeitsspitze. Also das Spiel ist die ganze Zeit ziemlich leicht und dann kommt so, Secret Boss ist jetzt dann hier oben. Ja? Und das ist dann plötzlich unfassbar hart und das nicht auf eine gute Art und Weise. Ich finde, ein Secret Boss darf schwer sein, aber der hat so ein paar Pattern und so ein paar Sachen, die er macht, wo ich denke, nee, das macht einfach keinen Spaß. Das ist einfach unfair und ich habe das Gefühl, ich kann dagegen nicht viel tun. Und das macht wirklich nicht sonderlich viel Spaß. Es kann sein, dass er so nicht beabsichtigt ist, weil ich habe schon gelesen, dass viele geschrieben haben, er war vor dem Patch wohl einfacher, als er jetzt ist. Aber ja, es ist sehr, sehr schade, dass der dann plötzlich so abfällt, weil er eigentlich auch cool designt ist. Aber wie gesagt, ich werde ihn hier nicht zeigen, weil das wäre ein bisschen blöd, wenn ich euch jetzt hier den Secret Boss des Spiels zeige. Ja, dann passiert es eben auch noch, dass einfach normale Gegner als Bosse benutzt werden. Das passiert regelmäßig, ne, dass dann gesagt wird, ja, das ist jetzt nicht der normale Koloss, sondern das ist jetzt der Boss-Koloss. Ja, oder dass dann auch einfach normale Gegner gereskint werden und dann als anderer Boss später auftreten. Beispielsweise diese Kolosse hier, um bei dem Beispiel zu bleiben, der taucht dann später als Glasbläser-Boss auf, der einfach eins zu eins das Moveset dieser Bosse hat und einfach nur einen anderen Skin hat. Und ab und zu mal eine Schockwelle noch macht um seine Attacke rum. Aber ansonsten dieselben Schläge, dieselben Fernkampfangriffe, dasselbe Moveset. Und das ist halt wirklich sehr, sehr schade, dass das Spiel leider, leider hier ein bisschen zur Quantität statt zur Qualität tendiert. Weil es wirklich, ja, sechs, sieben richtig, richtig gut und geil designte Bosse gibt. Aber dann leider auch eine große, große Anzahl an reinen Füllerbossen, die einfach recycelt sind, die Reskins sind oder auch diese klassischen Sachen machen, die ich in Souls-like nie mag, dass sie sagen, wie können wir diesen Boss jetzt schwieriger machen? Ah, okay, es sind noch drei weitere Gegner in der Arena drin, die euch die ganze Zeit beschießen. Geil, geil, geil. So, ja, und das ist so, wo ich denke, ah, schade, unnötig. Da hätte ich lieber 10, 15 Bosse weniger gehabt und dass die dafür alle auf dem Niveau der Mainline-Bosse sind, das wäre dann cooler gewesen. Und hätte mir besser gefallen. Sehr, sehr gewöhnungsbedürftig ist außerdem, dass die Gegner unfassbar gern einfach Fernkampfskills aus nächster Nähe einsetzen. Ne? Weil normalerweise denkst du ja, du kannst ja so einen Boss in so einem Spiel auch ein bisschen steuern. Ne? Wenn du wegbleibst von ihm, weißt du, er wird primär die Fernkampfangriffe einsetzen oder wird versuchen, die Distanz zu dir zu überbrücken. Wenn du nah an ihm dran bist, kannst du ihn eher in die Nahkampfkombos bringen, kannst überlegen, was dir besser liegt. Hier ist es wirklich so, du stehst direkt an einem Gegner und der macht einfach einen Fernkampfstrahl oder wirft dir aus nächster Nähe einen Speer ins Gesicht oder so. Und das ist sehr kontraintuitiv, dass man halt denkt, ey, du hast eben noch mit dem Schwert auf mich eingeschlagen, jetzt beschießt du mich plötzlich mit einem Pfeil aus 0,5 Meter Entfernung. Und das ist halt wirklich ein bisschen komisch und aus meiner Sicht kein cooles Design. Da muss man außerdem sagen, dass die Waffen des Spiels sich an sich schon gut anfühlen und was ich vor allem sehr cool finde, ist, dass im Gegensatz zu vielen anderen Souls-Kombos, Souls-Games, habt ihr nicht nur die R1 und R2-Angriffe, sondern ihr könnt eure leichten und schweren Angriffe auch jederzeit miteinander kombinieren. Also ihr könnt dann zweimal leicht zuschlagen und dann zwei schwere Angriffe setzen und dann mit einem leichten Angriff abschließen. Und das ist sehr, sehr cool. Auch hier könnt ihr Perks freischalten, dass der leichte Angriff den schweren verstärkt und der schwere den leichten, sodass ihr aktiv dazu angeregt werdet, quasi diese Angriffe zu kombinieren. Und da kommen wirklich sehr coole Kombos bei raus, die sehr schön animiert sind. Jede Waffe, also jeder Waffentyp fühlt sich grundlegend anders an zu einem anderen Waffentyp. Aber die Waffenvielfalt lässt leider sehr zu wünschen übrig. Also ihr habt wirklich so eine Handvoll Waffentypen, die ihr insgesamt benutzen könnt. Also es gibt Langschwerter, Großschwerter, Säbel, Hellebarden, Ultragroßschwerter, Hämmer und Ultragroßhämmer, wenn ich mich jetzt nicht gerade vertue. Also dann sind es sieben. Es sind sieben Waffentypen. Das ist an sich okay, aber die Waffenvielfalt ist trotzdem, fühlt sich sehr wenig an, weil ihr bekommt viele Waffen.
Und dann ist es auch so, dann bekommt ihr ein Rapier und denkt, ah cool, ein Rapier, jetzt kann ich nach vorne stoßen, angreifen. Und das wird dann einfach als Großschwert klassifiziert. Und dann bekommt ein Speer und der wird aber als Hellebarde klassifiziert, sodass ihr mit einem Speer dann nicht zustecht, sondern auch Schwungschläge macht und von oben zuschlagt mit einem Speer. Das fühlt sich sehr, sehr falsch an, das fühlt sich sehr, sehr faul an und es führt dann eben auch noch dazu, dass ihr euch nicht darüber freut, wenn ihr eine neue Waffe bekommt, sondern nur darüber, wenn ihr einen neuen Waffentyp bekommt. Weil die Waffen haben eben auch nichts Besonderes. Jede Hellebarde spielt sich exakt so wie die nächste Hellebarde. Jedes Langschwert spielt sich exakt so wie ein anderes Langschwert. Sie sind manchmal ein bisschen unterschiedlich schnell, aber that's it. Sie haben exakt dasselbe Moveset. Also jeder Säbel ist derselbe Säbel, jedes Großschwert ist dasselbe Großschwert und so weiter. Ja? Und das ist halt schade, weil nämlich dann nicht mal die Bosswaffen irgendwelche einzigartigen Skills haben oder es gibt keine Weapon Arts oder irgendwas dergleichen, dass ihr sagen könnt, okay, es spielt sich vom Prinzip her immer gleich, aber hier ist irgendwas, was diese Waffe unique macht. Und dann fühlt es sich halt wirklich nicht gut an, wenn die ersten drei wirklichen Bosse im Game euch alle drei eine Hellebarde droppen. Und ihr sagt, ja geil, dreimal dieselbe Waffe mit ein bisschen anderen Statuswerten. Cool. Also hier wäre es aus meiner Sicht essentiell wichtig gewesen, dass zumindest die Bosswaffen oder die Waffen, die ihr irgendwie durch Questlines freischaltet oder so, dass die irgendwelche einzigartigen Eigenschaften hätten, damit ihr nicht denkt, ja, neuer Säbel. Super, ich habe schon Säbel und einfach eigentlich nur nach Statuswerten guckt und nach nichts anderem. Und das ist halt persönlich ziemlich, ziemlich schade. Und dadurch freut ihr euch halt wirklich nur, wenn ihr am Anfang irgendwann einen neuen Waffentyp bekommt. Aber ich habe mich nie gefreut, wenn ich jetzt einen neuen Säbel bekommen habe, weil ich meinen Giftsäbel gern hatte. Den habe ich benutzt und dann dachte ich, ja, okay, ich kann jetzt noch einen Säbel hochziehen, um noch ein anderes Element zu haben. Aber that's it. Das ist halt sehr schade, dass sich die Waffen so wenig unterscheiden. Cool ist auf der anderen Seite, dass ihr eure Waffen natürlich auch upgraden könnt in 10 Stufen. Aber eben nicht nur die Waffen, sondern auch eure Zauber könnt ihr buffen und eure Masken könnt ihr buffen. Was eine sehr, sehr coole Idee ist, dass ihr da eben quasi auch überlegen könnt, in was ihr rein investieren wollt. Und ihr könnt euch das Material für die Waffen und Verse und so weiter jederzeit zurückerstatten lassen. Ihr kriegt nicht eure Währung zurück, euer Memoria heißen die Seelen hier, aber ihr kriegt halt die Baumaterialien zurück, sodass ihr quasi auch wirklich, wenn ihr merkt, die Waffe bringt es für mich jetzt gerade nicht so richtig, ich möchte eine andere hochleveln, könnt ihr einfach eure Waffe wieder entspecken und in eine andere Waffe rein investieren. Ihr bekommt aber auch jede Menge Baumaterial, sodass ihr da wirklich eine große Möglichkeit habt, um euch mit Waffen auszuprobieren. Wie gesagt, umso schader ist es wirklich, dass, wenn ihr einen Waffentyp gefunden habt, behaupte ich, werdet ihr jetzt nicht andauernd die Waffe wechseln, weil es sich einfach nicht lohnt. Es ist aber cool, dass es vom Prinzip her drin ist. Und eventuell, wenn ihr das Spiel in ein paar Monaten spielen solltet, sogar auch noch viel, viel cooler werden könnte. Dazu später auch nochmal mehr. Genau. Ja, da muss man auch zum Gameplay noch sagen, dass das Spiel manchmal nicht besonders gut darin ist, euch zu führen. Es gibt zum Beispiel nach dem ersten großen Boss des Spiels, also dem ersten richtigen Storyline-Boss, zeigt euch das Spiel zwei Richtungen, die ihr könnt und ordnet nicht ein, welche davon die richtige ist. Und dann geht ihr halt in das, bin ich nach links gegangen erstmal und war im Gebiet und ich habe da alle Gegner mit ein, zwei Schlägen aus den Latschen gehauen. Und dann kam plötzlich ein Boss, der mich einfach nur weggescheppert hat, keinen Schaden kassiert hat und mich mit ein, zwei Schlägen besiegt hat. Und er hat mir das Spiel halt erst beim Boss klar gemacht, ey, das ist nicht der Weg, den du gehen solltest. Und das finde ich halt insofern scheiße, weil ich dann da meine Seele, weil man dann im Zweifel seine Seelen da drin liegen hat und denkt, ja geil, jetzt ist das da drin. Und ich kann den Boss nicht besiegen. Und da wäre es für mich viel sinnvoller, wenn ihr im Level vorher schon auf Gegner treffen würdet, die viel, viel schwerer sind als die vorher. Und dann wüsstet ihr, ah, ich gucke mir vielleicht die andere Richtung erstmal an. Da ist das Spiel leider manchmal nicht so gut darin, euch über seine Gegner zu leiten. Und ein kleiner Pet-Peeve meinerseits, ich hasse es, wenn man Ausdauer beim Sprinten verbraucht, wenn keine Gegner in der Nähe sind. Das ist etwas, das hat FromSoft mit Elden Ring schon eingesehen, das haben auch andere Games schon eingesehen, dass es sinnvoll ist, wenn keine Gegner da sind, wenn ihr dann keine Ausdauer verbraucht, wenn ihr sprintet. Weil warum? So, was bringt es, dass ihr dann Ausdauer verbraucht? Ist in dem Game hier leider so schade. Und dann muss man eben leider auch noch sagen, dass das Spiel leider in vielen Momenten sehr, sehr ungenau programmiert ist. Ne? Klar, man muss sagen, es ist ein kleines Studio, es ist ein Debütspiel, aber trotzdem sind da viele kleine Fehlerchen drin, die ärgerlich sind und wo ich auch denke, das hat vielleicht jetzt nicht unbedingt was mit dem Budget zu tun, sondern einfach, weil das Ganze nicht ausreichend
getestet oder nicht genug Wert draufgelegt wurde. Und es ist leider insgesamt sehr ungenau programmiert. Es passiert zum Beispiel im Spiel andauernd, dass ihr auf irgendwelchen Flächen abrutscht, die eindeutig laufbar aussehen, ja, wo ihr denkt, und wo ihr teilweise das Level auch noch verändert habt sogar, damit das so aussieht, wie es aussieht, und dann könnt ihr darauf aber nicht laufen, sondern rutscht ab. Es passiert dann auch stellenweise, dass ihr an Stellen, wo man eigentlich tot sein sollte, nicht tot ist. Also ich bin an der Stelle hier zum Beispiel dann abgerutscht, ins Meer gefallen, ins Wasser gefallen, und weil ich da aber stehen konnte, war ich nicht tot und habe dann gelebt unter Wasser. Und bin natürlich aber nicht weggekommen und musste dann dahin laufen, wo es noch tiefer ist, um zu sterben. Es passiert leider auch sowas, dass ihr eine Tür öffnet, seid in einem Dialog und dann hängt ihr hinter der Tür fest und kommt da nicht mehr weg, könnt nicht rausrollen, euch nicht rausschlagen. Und ja, vor allem es ist in einem Gespräch, also ihr könnt es quasi gar nicht verhindern, dass das passiert. Neuladen bringt nichts, weil ihr genretypisch da startet, wo ihr seid. Und ja, dann passiert es eben, dass ihr dann euer Item einsetzt, mit dem ihr all euer Memoria verliert, um zum Knotenpunkt zurückzukommen. Und müsst dann eure Seelen wegschmeißen, um aus dieser Stelle wieder rauszukommen. Man bleibt im Spiel auch richtig, richtig oft einfach an irgendwelchen Kleinstkanten hängen, dass ihr irgendeinen Holzbalken runterlauft und wenn ihr ihn zurücklaufen wollt, bleibt ihr plötzlich dran hängen und könnt nicht mehr drauf. Das passiert auch wirklich so, dass sich eure Animation auch wirklich teilweise an irgendwelchen kleinsten Stufen aufhängt und euch damit auch richtig oft die Bewegung im Kampf wegnehmt, dass ihr auf den Füßen bleiben wollt und plötzlich hängt ihr irgendwo fest und kommt nicht mehr weg. Ihr könnt zwar springen, aber trotzdem erwischt es euch auf dem falschen Fuß. Dann war es im Spiel auch wirklich so, dass die Seelen, wenn ihr sie verliert, euer Memoria nicht zurückgesetzt wird, wie es eigentlich in jedem Souls-like und Souls-Game der Fall ist, dass eure Seelen nicht da liegen, wo ihr gestorben seid, sondern so 10 Sekunden zurückgesetzt werden, damit ihr zum Beispiel, wenn ihr irgendwo runtergefallen seid, das nicht am Abgrund aufsammeln müsst, sondern dass ihr die Chance habt, das zurückzubekommen. Das war hier nicht so, dann lagen meine Seelen halt irgendwo im Wasser und ich konnte sie nicht holen. Oder ich bin gestorben, weil ich bei dem Fahrstuhl runtergefallen bin. Und dann wurden meine Seelen in der Luft bei diesem Fahrstuhl hingesetzt. Und meine einzige Möglichkeit, sie zu bekommen, wäre gewesen, wenn ich mich auf dem Fahrstuhl genau so platziert hätte, dass ich da genau durchfahre. Ich sag mal so, ich hatte das im späteren Spielverlauf dann nicht mehr. Es kann also gegebenenfalls sein, dass sie das schon gepatcht haben. Trotzdem frage ich mich halt, wie so eine Key-Design-Entscheidung, also eine Schlüssel-Design-Entscheidung von dieser Art Game, wie das verpatzt worden sein kann. Weil sie ja ganz ehrlich Fans des Genres sind. Ja, genau, also sie werden dann teilweise an unerreichbaren Stellen abgelegt. Ja, dann passiert es leider auch wirklich regelmäßig, dass Gegner einfach aus dem Nichts plötzlich bewegungsunfähig werden, also dass sie irgendwie verbuggen aus irgendeinem Grund. Also ganz oft ist es bei diesen Fernkampfgegnern hier, dass wenn ihr da ihre Kugeln blockt, dass sie dann einfach stehen bleiben und sich nicht mehr wehren, obwohl ihre Stagger-Leiste nicht voll ist. Und dann gibt es auch so viele kleine dumme Entscheidungen, wie beispielsweise, dass man Fahrstühle nicht wieder hochschicken kann. Ne? In jedem Souls-Titel könnt ihr, wenn ihr mit einem Fahrstuhl irgendwo runterfährt, könnt ihr auf den Schalter laufen und rausrennen, damit ihr dann, wenn ihr sterben solltet, den Fahrstuhl gleich wieder oben habt, damit ihr schneller wieder hinkommt. Hier ist es so, ihr könnt Fahrstühle nur mit Hebeln zu euch rufen und wenn ihr auf die Plattform, um ihn hochzuschicken, aktiviert sich wirklich erst, wenn ihr vom Fahrstuhl runter seid und wieder rauflauft. Und dann schießt der so schnell nach oben, dass ihr nie im Leben runterkommt. Das ist halt, da sitze ich da und denke, warum? Warum lasst ihr mich denn in den Fahrstuhl nicht einfach wieder hinschicken? So, das ist ein bisschen schade. Dann ist, ja, man muss es fast nicht mehr dazu sagen, aber trotzdem sei es erwähnt, die Kamera ist fast schon Souls-like typisch, teilweise eine absolute Katastrophe. Vor allem, wenn die Gegner Sprungangriffe einsetzen, fehlt euch jegliche Übersicht, weil die Kamera einfach völlig nach oben schießt und ihr nichts mehr seht. Das ist sehr, sehr ungünstig gelöst. Und man kann eben dann auch noch dazu sagen, dass manche Magieeffekte extrem overpowered sind. Ja, also Gift ist enormst overpowered. Damit könnt ihr Gegner teilweise in Sekundenschnelle auseinandernehmen. Und es kommt noch dazu, dass ich das Gefühl habe, dass Wies und Malano, diese zwei Elemente, dass die ausnehmend oft als Schwäche vorkommen bei Gegnern. Und ja, also ich hatte basically über das ganze Game zwei Waffen. Ein Giftsäbel und ein Wies-Langschwert. Und mit dem bin ich durchs ganze Game gekommen. Ich habe noch zwei Waffen mit anderen Effekten hochgelevelt, hatte aber das Gefühl, dass ich die quasi nie brauche. So, und wie gesagt, Gift ist einfach komplett OP. Damit könnt ihr wirklich ganze Bosse in Sekunden auseinandernehmen, stellenweise, vor allem wenn die dagegen schwach sind. Also wenn die dagegen schwach sind, sind die innerhalb von Sekunden tot. Und das ist halt,
bisschen sehr extrem. Da hoffe ich, dass da in Zukunft noch gebalanced wird. Ja, dann ist es auch so, dass die Masken-Upgrades teilweise leider ein bisschen unklar sind. Also wie zum Beispiel bei Sunny ist ja der Effekt, also meine Hauptmaske ist, ihr habt mehr Tränke. Und ihr könnt den Skill Große Feier einsetzen. Das ist diese Hand, mit der man den Gegner ins Gesicht klatscht. Und ja, dann kann man diese Maske upgraden, aber das führt dann nicht zu mehr Tränken. Also zumindest nicht jedes Upgrade der Maske führt zu mehr Tränken. Und da sitzt man da und denkt, was genau wurde denn jetzt geupgradet? Ne? Also weil bei manchen Sachen wie euer schwerer Angriff ist verstärkt, ist klar, aha, wenn ich sie upgrade, wird mein schwerer Angriff stärker. Aber was bringt das Upgrade für eine Maske, die mir mehr Tränke gibt, wenn sie mit dem Upgrade nicht mehr Tränke gibt? Ja, also es ist teilweise leider ein bisschen unklar. Da wäre es halt schön, wenn die Upgrades einfach klarer definiert werden. Wenn einfach gesagt werden würde, ey, durch dieses Upgrade passiert Folgendes. Ja? Und man muss eben auch sagen, dass die Skill-Beschreibungen teilweise leider fehlerhafte Infos geben. Ich habe es gecheckt, sowohl in der deutschen als auch in der englischen Variante. In der italienischen konnte ich es natürlich nicht prüfen, weil ich kein Italienisch verstehe. Aber ja, in der deutschen und englischen Variante ist zum Beispiel der finale Skill des Schläger-Skill-Trees ist, dass ihr mit Angriffen auch Zeitschaden verursacht, also Schaden über Zeit. Und ich dachte, okay, krass, jedes Mal, wenn ich angreife, kriegt der Gegner auch ein bisschen Schaden über Zeit. Und da habe ich mich gewundert, warum das nicht passiert ist. Und habe eben primär mit leichten Angriffen angegriffen. Und irgendwann habe ich mal einen schweren Angriff gemacht und merkte, ah, da ist er ja, der Schaden über Zeit. Und dann ist also der Skill eigentlich, eure schweren Angriffe machen Schaden über Zeit. Aber was da steht, ist, dass Schaden auch Zeitschaden zufügt. Und das ist halt ungünstig, wenn Skills einfach falsch beschrieben sind und es ist leider nicht das einzige Beispiel, wo das so ist, aber das dollste, kann man behaupten. Ja, dann, wo wir gerade schon bei Menüs und Beschreibungen sind, es ist auch in diesem Game so, dass das Spiel im Menü nicht pausiert ist, finde ich seit jeher unsinnig. Ich weiß, da streiten sich viele Leute drüber. Ich persönlich finde es ultra unnötig, dass das im Menü nicht pausiert ist, das Spiel. Weil, ja, warum nicht? Ja, es kann auch immer mal passieren, dass es klingelt oder man merkt, keine Ahnung, der Kampf dauert doch länger als gedacht, ich muss aufs Klo oder was auch immer. Warum kann das Game nicht einfach pausieren? Zumal das Menü den gesamten Screen einnimmt und wenn dann euch ein Gegner sieht und auf euch zuläuft und ihr es nicht hört, dann werdet ihr einfach im Menü geschlagen. So, das ist halt nicht günstig gelöst. Und was ich auch eine merkwürdige Entscheidung finde, ist, man bleibt halt Souls-like typisch an Ort und Stelle. Also wenn man aus dem Menü rausgeht, aus dem Spiel rausgeht und dann wieder reinlädt, ist man genau da, wo man gestanden hat, weil das Spiel konsequent und immer speichert. Allerdings respawnen die Gegner. Das ist mir einmal passiert, da bin ich aus dem Spiel rausgegangen, um was zu checken, bin wieder rein und stand plötzlich inmitten von drei Gegnern, die alle schon tot waren und jetzt wieder gelebt haben. Finde ich eine merkwürdige Entscheidung. Kann aber vielleicht auch helfen, weil das Maskenscherbensystem an sich cool ist, ne, dass ihr euch auch die Masken von Gegnern erfarmen könnt. Finde ich an sich cool, dass ihr auch normal die Skillsets von normalen Gegnern bekommen könnt oder die Buffs von denen. Aber man muss für die meisten davon halt wirklich schon aktiv grinden. Also zumindest mir, hatte ja das Ding, dass ich das Spiel insgesamt eher auf der leichten Seite fand und dadurch ist es bei mir nie passiert, dass ich Gegner, oder fast nie passiert, dass ich Gegner von sich aus so oft bekämpft habe, dass ich deren Maske hätte. Also ich musste dann, wenn ich bestimmte Masken brauchte, zum Beispiel für eine Questline, musste ich aktiv grinden und das macht halt wirklich keinen Spaß, wenn ihr dann einfach 10 Minuten immer denselben Weg ablauft oder eine halbe Stunde immer denselben Weg ablauft, um bestimmte Maskenfragmente zu farmen. Ja, da verstehe ich auch einfach nicht, warum sie da mit auf 200, 300 Scherben gehen, anstatt zu sagen, ihr braucht, keine Ahnung, 50 oder so. Oder, was ich noch cooler gefunden hätte, um auch Feedback zu geben, was ich noch cooler gefunden hätte, wäre, wenn es von jedem Gegnertyp irgendeinen Special-Gegner gäbe, ja, also irgendeine Boss-Variante, Elite-Variante, wie auch immer, und dass, wenn ihr den besiegt, ihr dann die Maske bekommt. Das würde sich, glaube ich, belohnenswerter anfühlen als, ja, Farme halt. Ne, das finde ich halt ein bisschen schade, so dass ich halt auch nicht alle Masken freigeschaltet habe im Spiel, weil da hatte ich dann nicht mehr die Lust zu am Ende. Genau, das ist der relativ große Batzen, der dann leider an Gameplay-Aspekten auch wiederum nicht so funktioniert. Aber wie gesagt, trotzdem hat mir das Spiel viel Spaß gemacht und ich war immer traurig, wenn ich aufhören musste. Und das lag auch daran, dass das Spiel wirklich ein ganz, ganz fantastisches Level-Design hat. Und das ist sogar einer der Aspekte, wo ich sage, da könnte das Spiel zu den besten des Jahres gehören.
im Bereich Level Design. Es gibt im Spiel unfassbar viele versteckte Wege. Es gibt mehrere Möglichkeiten, an Orte zu kommen. Ne? Also ihr könnt irgendeinen Weg finden, dass ihr durch irgendein Fenster hüpft und dadurch auf einen geheimen Pfad kommt, wodurch ihr wieder irgendwo hinkommt. Ihr könnt aber auch manchmal ganz stumpf einfach sehen, da unten ist Boden. Ich springe da mal hin, könnt den Fallschaden in Kauf nehmen und damit ganze Levelabschnitte letztendlich überspringen. Das ist sehr, sehr, sehr gut designt. Ihr kommt trotzdem von überall, immer überall hin zurück. Und das Ganze hat eben auch eine toll miteinander verzahnte Welt. Also zum Beispiel das erste große Gebiet, in das ihr kommt, die erste große Stadt, in die ihr kommt, und das Tempelgebiet, was danach kommt, oder so ein Kultgebiet, in das ihr danach kommt, die führen an mehreren Stellen miteinander über Fahrstühle, über Wege, über die Dächer, über den Bossraum, sind die überall miteinander verzahnt und ihr kommt immer wieder vom ersten Gebiet ins zweite Gebiet, könnt über das eine Gebiet wieder neue Ebenen auf dem anderen freischalten. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut designt und hat wirklich zu einigen coolen Aha-Momenten geführt. Das Ganze ist super toll verzahnt und hat wirklich diese Tugend, die ich an diesen Spielen sehr mag. Es gibt einen Abschnitt im Game, da habt ihr wirklich für ein, zwei Stunden habt ihr exakt einen Knotenpunkt, also ein Bonfire, basically. Und von dem schaltet ihr immer wieder Abkürzungen frei, neue Wege, kommt von oben wieder ran, kommt von unten wieder ran, kommt von rechts wieder ran. Und immer wieder findet ihr neue Wege, um zu diesem einen Knotenpunkt zurückzubekommen, um euch neue Abkürzungen freizuschalten. Es gibt super viele optionale Gebiete, in die ihr gar nicht rein müsst, wo es dann aber ja, extra Kampfherausforderungen, extra Belohnungen gibt und so weiter. Man muss eben auch dazu sagen, dass sich das Erkunden auch wirklich lohnt, weil ihr in der Welt Trankverstärkung findet, Masken-Upgrade-Items, neue Spells, neue Questlines und so weiter und so fort. Also lohnt sich auch durch die Welt zu erkunden und das Ganze funktioniert sehr, sehr gut. Ich finde es außerdem gut, dass die Schnellreise von Anfang an möglich ist. Also ihr könnt zu jedem Knotenpunkt, den ihr erreicht habt, könnt ihr jederzeit schnell reisen von einem anderen Knotenpunkt aus. Und dadurch, wie sie die Knoten aber setzen, fühlen sich die Abkürzungen nicht obsolet an. Ne? Weil es kann schnell passieren in so einem Souls-like, wenn ihr schnell reisen könnt, dass ihr denkt, ja, okay, die Abkürzungen bringen mir aber gar nichts, weil ich kann einfach auch überall schnell reisen, wo ich hin will. Und hier ist es aber so gut, dass das Level-Design zwischen zwei Checkpoints so schön ineinander verzahnt ist, dass es sich trotzdem nicht obsolet anfühlt. Das die Abkürzung freizuschalten, wann ihr schnell reisen könnt. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut designt. Es passieren auch immer wieder kleine Events am Wegesrand. Irgendwelche Schauspieler stehen auf Bühnen und erzählen und führen ein Theaterstück oder eine Oper auf, die gleichzeitig dann eben auch noch das Storytelling des Spiels vorantreibt. Das Spiel hat ein sehr, sehr gutes Environmental Storytelling durch die Gegnerverteilung oder auch so Events, dass sich irgendwelche Leute von der Brücke schmeißen und das Cannavaccio anbeten. Und dann kommt ihr irgendwann unten hin zu diesem Ort, wo die runtergesprungen sind und seht dort unten ganz viele Leichen und halb verstümmelte Leute rumliegen. Und wenn ihr dann die Lore zu bestimmten Gegnern lest, erfahrt ihr wieder, warum das so ist, warum die alle da sind. Das Ganze hat ein sehr, sehr gutes Environmental Storytelling, erzählt unglaublich viel durch die Umgebung. Und dann ja, gibt es eben da wirklich viel zu entdecken. Schade ist bei den Questlines, die man entdecken kann, dass die NPCs leider größtenteils nicht synchronisiert sind, die ihr in der Spielwelt trefft. Da haben sie auch gesagt, das werden sie in Zukunft nachreichen. Das ist halt irgendwie schade, weil die Bosse und die Haupt-NPCs sind alle vertont. Und dann habt ihr wirklich so ein paar NPC-Questlines, wo es dann plötzlich nicht synchronisiert ist und das fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch und falsch an. Und ja, es hat mir einfach unglaublich Spaß gemacht, mich durch diese Welt zu bewegen, immer wieder auf Pulcinella zu treffen, der dann auch Stück für Stück in der Story immer mehr sein wahres Gesicht offenbart und seine wahren Pläne, die er hat. Es gibt unglaublich viele kleine Details in der Welt. Unter anderem finde ich es sehr, sehr cool, dass Pulcinella, also euer Main-NPC, dass der darauf reagiert, welche Maske ihr auf habt. Also wenn ihr Sunnys Maske auf hat, reagiert er darauf. Wenn ihr eine andere Bossmaske auf hat, reagiert er darauf und geht halt generell darauf ein, was ihr gerade auf dem Gesicht tragt und welche Rolle ihr gerade verkörpert. Und das passt eben sehr, sehr gut in dieses theater-eske Setting rein. Dann haben sie auch noch ein, zwei ziemlich coole Ideen in der Spielwelt. Unter anderem gibt es die sogenannten Cannavaccio-Glyphen. Das sind so Glyphen, die in der Spielwelt sind. Und wenn ihr dann einen bestimmten Move ausführt, den Machtstoß, weiß gar nicht mehr, wie es heißt, Machtstoß oder so, dann schalten sich temporär Elemente in der Spielwelt frei, sodass ihr dann auf neue Dächer könnt, neue Wege freischaltet und so weiter, euch aber beeilen müsst, weil das eben auch immer schnell wieder verschwindet.
Und das ist cool. Und da gibt es in dem Spiel auch immer wieder Kampfrissglyphen, wo ihr dann eben quasi spezielle Kampfherausforderungen auch nochmal machen könnt. Und wenn ihr die schafft, verändert sich danach auch oft nochmal was in der Spielwelt, sodass ihr da dann auch nochmal neue Belohnungen und neue Wege freischalten könnt. Das finde ich persönlich ein sehr, sehr cooles Element, dass man hier die Spielwelt auch ein Stück weit beeinflussen und umgestalten kann. Und ja, persönlich auch ganz schön finde ich, dass wenn man sich durch die Spielwelt bewegt, alle Items auch im Vorbeigehen eingesammelt werden. Also wenn was am Boden liegt, ihr lauft drüber, sammelt ihr das einfach ein. Ich mag das, weil es halt einem erspart, dass man alles aktiv einsammeln muss. Es nimmt dann aber auch ein bisschen dieses Gefühl bei Souls von, oh yes, das habe ich jetzt gefunden, weil es so im Vorbeigehen mitnimmt. Weil ich muss wirklich sagen, ich habe teilweise nicht mal mitbekommen, wenn ich Trank-Upgrades oder so eingesammelt habe, ja. Das ist halt ein bisschen das Gegenteil von dem, was man dann eben erreicht damit, oder der Konterpunkt, so. Und was ich komisch finde, ist, dass wenn man Kisten öffnet wiederum, dann muss man das Item nochmal extra einsammeln. Es ist nicht so, ihr öffnet eine Kiste, habt das Item, sondern dann müsst ihr nochmal extra drücken. So, komischerweise. Ist ein bisschen kontraintuitiv. So. Und ja, wie gesagt, aber ich habe mich gerne durch die Welt bewegt. Das Erkunden lohnt sich. Die Sidequests zu machen lohnt sich auch. Die sind teilweise mehrstufig und ihr bekommt dadurch auch wirklich neue Waffen und so weiter bekommen. Neue Waffen dadurch. Erfahrt mehr über die Lore, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, eine meiner Waffen, die ich bis zum Ende des Spiels benutzt habe, habe ich tatsächlich durch eine Questline bekommen. Und das hat mich sehr gefreut. Ja, und dann hilft es natürlich bei der Spielwelt auch noch, dass das Art-Design absolut fantastisch ist aus meiner Sicht. Ich finde das Spiel durchaus hübsch. Ja, es ist optisch ein bisschen angestaubt, ne? Also man sieht natürlich, es ist ein kleines Team mit nicht so viel Budget und natürlich sieht man, dass oft irgendwelche Texturen unscharf sind. Ja, die Weitsicht ist wirklich, kann man sagen, katastrophal. Also in der Distanz haben die Sachen oft keinerlei Texturen mehr. Und ihr könnt dann auch durch den Boden gucken und sieht das Meer unter der Spielwelt und der Boden ist verschwunden und so weiter. Also natürlich merkt man, dass dieses Spiel mit nicht so sonderlich viel Budget gemacht wurde. Aber sie gleichen das aus durch wirklich tolle Lichtstimmungen. Ich finde es unfassbar angenehm irgendwie, mal anders als in den meisten Souls-Likes, nicht durch so eine düster, dreckige Welt zu rennen, sondern durch eine Welt, die äußerlich sehr hübsch ist. Alles ist Licht geflutet, überall sind die Theaterelemente, es sind Bühnen aufgebaut, ihr hört das Meer rauschen und alles ist sonnig und schön. Und dann merkt ihr aber Stück für Stück, oh, da ist aber ein ganz schön düsterer Kern dahinter. Und natürlich gibt es aber auch hier die düsteren und dreckigen Elemente. Aber ich finde die Vision, die sie hatten für das, was sie hier machen, sehr, sehr cool. Ich finde es toll, dass das Ganze in den italienischen Operetten verankert ist. Und dass es eben sehr ansehnlich und stimmig ist. Die Boss-Designs sind toll, die Gegner-Designs sind toll, die Masken sehen cool aus, die ihr habt. Und alles ist eben ja auch irgendwie in der Folklore verankert. Also das ist wirklich, wirklich toll. Und das Art-Design des Spiels ist wirklich ziemlich, ziemlich gut. Wie gesagt, kleiner Abstrich ist sowas, ist eben die rein optische Komponente. Also selbst mit allen Settings auf Ultra habt ihr eben diese Probleme, wie dass ihr durch den Boden gucken könnt und so eine Sachen. Und auch das Sound-Design kann man an der Stelle sagen. Es gibt einen sehr befriedigenden Sound im Game und der ist der Pariersound, der ist sehr befriedigend. Sonst klingt halt alles im Spiel sehr, sehr unwuchtig und dadurch kommt auch das Trefferfeedback nicht so richtig rüber. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen sind Leveldesign und Artdesign wirklich, wirklich toll. Ja, und jetzt kommen wir zu dem einen Knackpunkt, weswegen ich sage, ich würde euch das Spiel unbedingt empfehlen zu spielen. Wenn ihr Fans des Genres seid, würde ich sagen, es ist das zweitbeste Souls-like bisher nach Lies of P. Also Souls-like, nicht Souls-Game, ja, also nicht die FromSoft Games ausgeklammert, aber von den Nachahmern sozusagen ist es das, was mir am zweitmeisten Spaß gemacht hat nach Lies of P. Aber ich würde euch empfehlen, spielt es in 6 Monaten. Denn das Spiel ist unfertig. Und das auf teilweise ganz schön krasse Art und Weise. Ja, es ist ein kleines Studio und ja, das Game kostet auch nur 45 Euro. Es ist also kein Vollpreistitel und das ist, finde ich, ein sehr gut gewählter Preis für die Spielzeit, für das, was es euch bietet. Und wie gesagt, wenn ihr alles machen wollt, also alle Masken farmen und so weiter, alle Questlines machen, dann könnt ihr sicherlich auch nochmal 5 bis 10 Stunden mehr aus dem Spiel rausschlagen. Und ja, da finde ich 45 Euro sehr, sehr angemessen und da tun sich, glaube ich, auch einen großen Gefallen mit, dass sie das nicht für 60, 70 Euro verkaufen. Ja, aber
Das Spiel ist unfertig. Und ich muss sagen, es ist mir persönlich schon ein bisschen sauer aufgestoßen, dass die Entwickler und Entwicklerinnen wirklich 3 Tage nach Release des Games bereits eine Roadmap veröffentlicht haben, was sie in Zukunft alles vorhaben. Und zwar für die nächsten 6 Monate. Jetzt kann man sagen, einerseits schön, dass sie auf Kritik hören und das angehen wollen. Andererseits kam diese Roadmap so verdammt schnell mit so einem genauen Plan, dass es mir sagt, dem war klar, dass sie dieses Spiel unfertig raushauen und machen es dann im Nachhinein ganz. Ich weiß nicht, ob das Geld ausgegangen ist, ob es irgendwelche Finanzierungsgründe hatte, aber es hat für mich ein bisschen ein Geschmäckle, weil, wie gesagt, es ist eine so detaillierte Roadmap über mehrere Monate, dass das für mich aussagt, denen waren die Fehler und Schwächen schon ziemlich bewusst und es war aber geplant, wir gehen es dann in Zukunft an irgendwann. Und ich finde es halt ein bisschen problematisch, dass sie dann teilweise wirklich da so simpelste Quality of Life Sachen oder sinnvolle Änderungen dann für November, Januar und März ankündigen. Ja, wo ich denke, wenn das drin wäre im Game schon, dann wäre das Spiel einfach besser, ja? Also, ne, dann wird zum Beispiel für November angekündigt, ey, wir machen so Sachen, dass für einige Skills braucht ihr nicht mal den Awakened-Status, ne? Also ihr könnt im Spiel den sogenannten Awakened-Status erreichen, wodurch ihr dann bestimmte Effekte erzielt. Den braucht ihr für manche Skills nicht mehr. Ja, dann führen sie so Sachen im November, ja? Dann also einfach mal 2 Monate nach Release führen Sie da ein, dass der Waffenschadensdurchschnitt im Menü steht, ja? Im Moment seht ihr nur jeden Wert einzeln. Malano-Schaden, Fatu-Schaden, Magie-Schaden, Physischen-Schaden und müsst euch das selber zusammenrechnen. Sie führen im November dann ein, dass ihr einfach den Schadenswert eurer Waffe seht, dass Waffenseltenheit eingeführt wird und so weiter. Ja, im Januar wollen Sie dann Core-Movements verbessern, wie den Maskenwechsel, dass der Maskenwechsel besser von der Hand geht, der Waffenwechsel. Sie wollen bessere Führung durch die Quest- und Story-Elemente einbauen. Sie wollen einführen, dass wie bei Lies of P die NPC-Icons beim Fast Travel zu sehen sind, dass man weiß, wo welcher NPC ist. Und dann im März, und das war das, was für mich wirklich so, im März wollen sie dann verbessertes Motion Capture und eine größere Move-Vielfalt für die Waffenklassen machen. Ja, also. Und da bin ich ein bisschen beim Punkt, denen ist klar gewesen, dass ihre Waffen sich sehr eintönig spielen. Und im März, also ein halbes Jahr nach Release, wollen sie eine größere Move-Vielfalt in die Waffenklassen reinpatchen. Und da bin ich halt so, ey, da kann ich jetzt sagen, wenn ihr es in einem halben Jahr spielt, kriegt ihr wahrscheinlich das deutlich abwechslungsreichere und bessere Spiel. Es soll dann mehr gevoicete Charaktere geben, also auch die im Moment nicht vertonten Charaktere sollen dann im März vertont sein. Genau, und dann wird eben auf der anderen Seite für den September wiederum als Priorität gesetzt, Welter zu nerfen, diesen Boss, den ich euch vorgezeigt habe. Und ja, wie gesagt, ich habe sie besiegt, bevor sie genervt wurde, und die ist ein super fairer, aber anspruchsvoller Boss. So, ja. Finde ich ein bisschen merkwürdig, und es sind halt nur einige Sachen. Also, sie haben wirklich so eine Roadmap, die über eine ganze Seite geht. Und wie gesagt, das ist kein Early Access Spiel. Das ist ein 1.0 Release. Das soll ein fertiges Game sein, was hier rausgekommen ist, ne? Und dann zu sagen, wir kommen 3 Tage später mit einer Roadmap um die Ecke, wie wir das Spiel jetzt noch, also wie wir das Spiel besser machen wollen oder wie bestimmte Dinge, die einfach drin sein sollten, im Nachhinein dazufügen, das finde ich einerseits ein Ruhmeswert, dass sie es überhaupt machen, andererseits ein bisschen fragwürdig. Und wie gesagt, ja, es ist ein kleines Studio, ja, es ist ein Erstlingswerk, aber nein, es ist kein Early Access und man muss wirklich sagen, sie haben einfach ein unfertiges Game rausgegeben und sagen halt einmal mehr, wir machen es innerhalb der nächsten Monate fertig. Und wie gesagt, jetzt möchte ich das noch ein bisschen ausführen, weil es klingt jetzt vielleicht ein bisschen harsch, ne? So dieses, hey, wenn sie das Game einfach besser machen wollen mit der Zeit, dann ist es doch cool. Aber das Problem ist halt, dass das Spiel einfach auch auf anderen Elementen unfertig rausgekommen ist. Das eine sind Features, das andere sind wirklich Bugs, Probleme und so weiter. Und die werde ich jetzt einfach mal auflisten, was mir alles untergekommen ist. Es sei vorab gesagt, das Spiel lief bei mir zu jeder Zeit absolut flüssig und rund. Das sei dazu gesagt, wenn das Spiel gerade gut gelaufen ist, war es absolut flüssig. Ich hatte immer eine konstante Framerate, es gab kein Geruckel und so weiter und so fort. Das lief gut, ja?
Aber dann hat das Spiel eben allerlei Probleme. Das ging schon damit los, dass man eine Demo-Progress übernehmen kann. Ihr könnt die Demo spielen und dann könnt ihr den Progress übernehmen und einfach weiterspielen. Aber euer Gear ist weg. Das Spiel merkt sich euer Level, aber euer Path of Innovators, also eure Skills, sind komplett weg. Eure Waffen sind komplett weg und ihr habt nur noch das, was ihr vom letzten Boss der Demo erbeutet habt. Alles andere ist weg, was es effektiv völlig unsinnig macht, den Demo-Progress zu übernehmen. War für mich jetzt nicht so schlimm, weil ich eh von vorne anfangen wollte, aber weird ist es trotzdem. Die deutsche Übersetzung des Titels ist leider insgesamt einfach unfertig und auch sehr abgefahren. Also unter anderem, immer wenn ihr ein Item aufsammelt, steht da, dass ihr das Item gekauft habt. Also wenn ihr eine Waffe aus der Truhe kriegt, dann habt ihr diese Waffe gekauft. Und manchmal sind auch noch englische Texte da, dann steht da auch mal Continue anstatt Fortfahren oder so weiter. Und manche Sätze sind einfach keine funktionierenden Sätze. Also passiert immer mal wieder, dass ihr Lore-Schnipsel lest und denkt, das ist kein grammatikalisch korrekter Satz, der hier passiert. Da können jetzt natürlich die eigentlichen Entwickler nicht so viel für, aber es sei trotzdem erwähnt. Man bleibt, wie gesagt, unheimlich oft in der Umgebung hängen. Gegner werden aus dem Nichts einfach plötzlich untätig und machen nichts mehr. Bei der zweiten Session, also bei meinem zweiten Stream, hatte ich einen richtig krassen Bug, dass wirklich alle Items, alle Elite-Gegner und so weiter wieder da waren. Alle freigeschalteten Abkürzungen waren wieder weg, ja. Und die Compendium-Items waren wieder da, aber man hat sie halt nicht aufgesammelt, weil man sie ja schon hatte. Und sogar ein Boss war wieder da, hat sich dann aber nicht gewehrt, weil das Spiel gemerkt hat, der ist ja schon weg, der sollte nicht hier sein. Und ich konnte diesen wehrlosen Boss einfach niederschlagen und einfach nochmal die Seelen bekommen. Und wie gesagt, das hätte man halt richtig fett exploiten können, weil ich wollte dann auch einfach nur gucken, ob die Truhen auch wieder ihren Inhalt haben. Und habe dann versehentlich, weil ich nicht mehr wusste, was da drin war, so einen Ammonia-Verstärker, also einen Heiltrank-Verstärker aufgesammelt. Und habe dann einfach also einen besseren Heiltrank gehabt als vorher, weil einfach alles wieder aufgetaucht ist. Das haben sie mittlerweile gepatcht, aber nur um das mal genannt zu haben, ja. Andere Leute haben auch erlebt, es hat bei vielen Leuten im dritten Gebiet des Spiels einfach eine Leiter gefehlt, durch die du in der Story nicht mehr voranschreiten kannst. Die hat gefehlt einfach bei Leuten und Leute mussten einen Glitch finden, um sich da hoch zu bouncen und Speedrun-Tactics einsetzen, um da hinzukommen. Haben sie mittlerweile auch gepatcht, aber es ist halt krass, dass sowas drin ist, in einem relativ linearen Game eigentlich, ja. Ja, dann sind die Questlines leider auch teilweise ein bisschen uneindeutig, beziehungsweise ein bisschen unaufmerksam umgesetzt. Unter anderem habe ich halt so einen Mantelone getroffen hier, so heißen die, und der hat halt erzählt von einer Medea und man sollte ihm den Brief von Medea geben. Und ich wusste nicht mal, dass ich den Brief hatte von ihr, weil man ihn so im Vorbeigehen einsammelt. Oder kommt in irgendeinem Compendium-Stück weiter und es steht da, Maya hätte dazu was zu sagen. Und ich kannte gar keine Maya, weil ich diesen NPC verpasst habe. Ich kannte keine Maya und dann steht da einfach, Maya hätte dazu sicher was zu sagen. Und man denkt so, ich kenne keine Maya. Und das passiert im Spiel relativ häufig, dass NPCs genannt werden, bevor ihr sie kennt. So. Die Sortieroptionen im Menü stimmen nicht. Ja, wenn ihr auf Neueste klickt, also neueste Waffen anzeigen, dann kriegt ihr völlig random eine Auflistung eurer Waffen. Wenn ihr auf Älteste geht, zeigt es die neuesten Items an, ist also auch mal wieder wahrscheinlich falsch übersetzt. Andere Sortieroptionen funktionieren gleich gar nicht. Das sperrt teilweise durch sehr alberne Levelbegrenzungen. Ihr könnt ja springen, ihr könnt relativ oft auf irgendwelche Sachen rauf. Und dann macht man euch irgendwelche hüfthohen Steine, wo ihr dann nicht hochspringen könnt als Levelbegrenzung. Das Spiel hat sich einmal in einem Dialog, den ich hatte, aufgehangen und ich konnte A nicht mehr drücken. Ich konnte einfach nicht mehr in dem Dialog weitergehen, der nicht automatisch weiterläuft. Und ich konnte halt dadurch diesen Dialog nicht mehr verlassen, musste aus dem Spiel rausgehen und hatte dann das Glück, dass das Spiel nicht im Dialog gespeichert hat, weil ich sonst nicht weitergekommen wäre. Danach konnte ich dann kurz nicht mit ihr reden, mit dem Charakter. Und erst nach einer Weile wieder. Und 5 Minuten später hatte ich einen Fatal Error, durch den das Spiel abgestürzt ist. Später ist das Spiel dann an einer Stelle in einem Kampf sogar nonstop gehardcrashed. Also durch den Kampf habe ich mich einfach durchgecrashed. Weil da, ja, da waren so 3 Gegner auf einmal und das Spiel ist einfach konstant und immer wieder gecrashed. So, und ich dachte schon, ey, hier ist mein Playthrough vorbei. Cool. Und da wirklich, sowas darf nicht passieren, wenn es nur einen Speicherstand gibt. Ne, weil wie in vielen dieser Games das Spiel speichert konstant und immer.
Und dann darf es aber nicht passieren, dass ihr so einen Gamebreaker drin haben könnt. Ne? Weil wenn ich da nicht rausgekommen wäre aus der Situation, dann wäre der Playthrough für mich vorbei gewesen an dieser Stelle. Ja? Ich habe es dann am Ende geschafft, indem ich wirklich einzelne Gegner gekillt habe zwischen den Crashes. Und dann, als sie weg waren, ging es dann wieder. Was halt wirklich schade war. Zumal das die einzige Stelle war, an der man die Maskenfragmente farmen kann, glaube ich. Was es dann nochmal bitterer gemacht hätte, weil ich diese Maske haben wollte. Ja, die Achievements auf Steam zumindest sind stellenweise verbuggt. Ich habe zum Beispiel das Achievement für erreiche den finalen Perk in Path of Innovators, also einen finalen Perk in Path of Innovators, habe ich erst bekommen, als ich den zweiten finalen Perk freigeschaltet habe. Die Bewegungsunschärfe in dem Game ist insane, also ihr habt wirklich krasse Bewegungsunschärfe und selbst wenn ihr die ausschaltet, habt ihr immer noch krasse Bewegungsunschärfe, die einfach nur nicht mehr ganz so krass ist wie vorher, was merkwürdig ist, wenn ich die Bewegungsunschärfe ausschalte, will ich, dass die aus ist. So, ja. Ja, einmal bin ich bei einer Kampfglyphe gestorben und danach war die dann einfach nicht mehr animiert. Sie war nur noch so ganz lose in der Welt zu sehen. Es gab auch einen Bug, ich habe dann auch schon mal 8 Millionen Damage gemacht mit meinem einen Schwert, habe ich ständig 8 Millionen Damage gemacht. Um das einzuordnen, ihr macht sonst oft so, keine Ahnung, seid ihr im 100er-Bereich von eurem Schaden her, ja. Und dann plötzlich mache ich 8 Millionen Damage, why not? Der sogar über den Tod des Gegners hinaus noch Damage gemacht hat. Ja, einmal konnte ich die Maske nicht wechseln und musste neu starten, weil ich nicht die Maske wechseln konnte. Es war ein NPC an einer Stelle plötzlich nicht mehr ansprechbar und war durchlässig und ich bin einfach durch ihn durchgelaufen und konnte nicht mit ihm interagieren, obwohl ich extra was dafür gefarmt habe, um das machen zu können. Genau, und die Bugs führen dann sogar so weit, wie gesagt, ich werde es nicht zeigen, aber ich habe mit dem Secret Boss, wie gesagt, echt gestruggelt. Aber habe mich immer mehr angenähert und dachte immer, ja, ich schaffe den irgendwann. Ich schaffe den irgendwann. Und am Ende ist der Secret Boss einfach gefallen, weil er verbuggt war, weil ich ihn an seinem Phasenwechsel vorbeigeschlagen habe irgendwie. Und er war eindeutig verbuggt, weil er hat dann ständig, also er hat viel weniger aggressiv gekämpft. Er hat dann plötzlich Moves aus den Phasen durcheinander gebracht und einfach einzelne Moves rausgehauen, sehr abgehackt. Und selbst die Endcutscene des Spiels wurde dann mit falschen Animationen abgespielt. Mein Charakter stand dann einfach so da und lief irgendwie völlig falsch aus dem Bild. Und ich dachte erst, soll das so, weil wir eine Puppe sind? Es sieht aber nicht so aus. Und da habe ich mir auf YouTube angeguckt, das Secret Ending. Nein, das soll nicht so. War ein Bug. Also der Secret Boss ist am Ende gestorben, weil er verbuggt war. Und das Endvideo war falsch abgespielt. Also dieses Spiel ist nicht fertig und es wird auch erst im März Feature Complete sein. Deswegen wäre meine Empfehlung, ich wünsche denen alles Gute, ich hoffe, dass sie Erfolg haben mit ihrem Game, aber ich kann euch das Spiel nicht guten Gewissens empfehlen und würde deshalb sagen, spielt es in 6 Monaten, wenn es fertig ist. So, dann werden hoffentlich auch alle Bugs raus sein. Ich hatte trotzdem Spaß damit. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit diesem Video, was viel länger geworden ist, als ich gedacht hätte. Sorry dafür. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.